Mero ist im Krankenhaus und was passiert ist, das seht ihr nach dem Intro. Mein Name ist Manu, ihr seht Reptastisch. Vor wenigen Augenblicken veröffentlichte Newcomer Mero eine erschreckende Story. Der 18-Jährige veröffentlichte ein Video aus dem Krankenhaus. Darin ist zu sehen, wie er sich eine Sauerstoffmaske an den Mund hält. Minuten später gab es dann eine leichte Entwarnung. Der Goldrapper muss offenbar nicht dauerhaft beatmet werden und befindet sich in einer stabilen Lage. Er befindet sich wohl wegen einem Videoprojekt in der Türkei und musste wegen plötzlich aufkommenden Schmerzen ins Krankenhaus. Mittlerweile ist er wieder im Hotel. Dennoch schildert er seinen gesundheitlichen Zustand und gibt zu wissen, dass er immer noch Schmerzen hat. Die Lage war offenbar so ernst, dass ihm eine Spritze verabreicht werden musste und er nun mit Medikamenten behandelt werden muss. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Hier haben wir noch weitere News und Videos für euch, die ihr gerne abchecken könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Reptastisch.